Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und falls Sie abgemahnt worden sind, weil Ihnen die Nutzung einer Tauschbörse vorgeworfen wird, dann sind Sie hier genau richtig. Wir sind Spezialisten bei der Verteidigung gegen genau solche File-Sharing-Abmahnungen, die tausendfach jährlich verschickt werden. Alleine wir vertreten über 72.000 Menschen gegen die Medienindustrie. Das kann also ein Softwaretausch sein, Musiktausch, E-Books, Filme. All das wird abgemahnt und wir machen das schon seit über 6 Jahren. Wir waren auch an den entscheidenden Gerichtsurteilen beteiligt. Unter anderem wurde aus dieser Kanzlei das Morpheus-Verfahren gewonnen vor dem Bundesgerichtshof. Dort hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Eltern nicht für ihre Kinder im File-Sharing haften, falls sie die Kinder entsprechend belehrt haben. Insgesamt muss man sagen, hat sich das Blatt zugunsten der mutmaßlichen Tauschbörsennutzer ordentlich gewendet, sodass es gute Verteidigungsmöglichkeiten im Moment gibt. Es geht vor allen Dingen darum, wenn Sie die Tat selbst nicht begangen haben, einen alternativen Sachvortrag zu bringen. All das werden wir mit Ihnen im persönlichen Gespräch klären. Insofern nutzen Sie gerne die Möglichkeit der kostenlosen Erstberatung. Am Rand dieser Internetseite finden Sie unsere Telefonnummer. Unten gibt es auch noch ein kostenloses Kontaktformular. Darüber können Sie den Sachverhalt schildern, auch schon die Abmahnung hochladen und wir werden schnellstmöglich zurückrufen, um mit Ihnen individuell die Verteidigungsmöglichkeiten abzusprechen. Ich freue mich auf Ihren Kontakt.